Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, Hallo. zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty hier im Oxbow. In der letzten Folge haben wir hier diesen Zaun fertig gebaut, also dieses Holzfällerlager, ne? Finde ich doch ganz nett geworden. Ja, und heute will ich mit euch noch ein kleines bisschen Landwirtschaft machen. Weil wir brauchen ja sehr, sehr, sehr viel Flachs. Aber natürlich können wir den jetzt nicht anpflanzen. Ja, wir haben jetzt Sommer, da ist natürlich klar, dass wir den hier nicht anpflanzen können. Aber ich will mal gucken, wie viele Felder wir hier davon schon haben. Und hier fehlen die Karotten auf dem Feld. Okay, aber das ist ja auch noch nie die Zeit dazu. Was haben wir denn hier? Roggen. Hier haben wir Flachs. Hier haben wir ja schon ein großes Flachsfeld. Dann haben wir hier Weizen. Hier ist auch noch der ganze Flachs drauf. Okay. Haben wir gar keine Sensen? Ich muss mal ins Lager gucken hier. Doch, haben wir. Haben wir. Wir haben Sensen. Habe ich zufälligerweise eine einstecken? Ne. Hab Schnee. Aber, ja, vielleicht, wie spät haben wir es denn eigentlich? 13, 24. Und wieso machen die das hier nie? Das ist mir jetzt wieder ein Rätsel. Gut, dann müssen wir jetzt mal schnell den Flachs vom Feld holen. Denn wir wollen ja auch noch ein bisschen Beleuchtung machen, ne? Da brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Das ist ja hier noch gar nicht fertig. Und vielleicht, was habe ich denn für Geld? Mit 2,7 komme ich natürlich nicht weit. Da kann ich noch keine Schafe machen, aber wir könnten vielleicht doch noch ein bisschen bauen. Wie gesagt, ich hole mir jetzt erstmal eine Bronzesense. So, eine reicht mir ja vielleicht erstmal. Die lege ich mir mal auf die 5 und da gehen wir mal schnell den Flachs vom Feld holen. Das geht ja gar nicht, dass der da noch vor sich hin gammelt, hätte ich fast gesagt, aber da vor sich hin wächst. Ja, also das geht ja gar nicht, ne? Also wenn die hier nichts machen, dann muss ich das wohl anfangen. Hier, so, hallo? Die hackt hier schon wieder fleißig, statt den Flachs. Nee, nicht hacken, du dumme Nuss! Ah, das kann doch nicht wahr sein! Da ist doch wieder alles flöten gegangen. Wo ist mein Inventar? Die 5 brauche ich. Was ist denn das? Die 5 ist doch die Sense. Ja, jetzt habe ich hier was verkackt. Das kann nicht wahr sein. Geht schon wieder gut los zum Wochenstart. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Ja, ich sag zum Wochenstart, weil das Video zum Montag wohl erscheint. Ja. Es ist doch ein Kreuz mit mir hier. So, haben wir's? Ja, ich glaube, wir haben's, ne? So. Gut, da kann ich das jetzt auch noch schnell dreschen. So. Und dann gehe ich in die Näherei und mache aus diesen Flachshalmen mal ein bisschen Leinengarn und Leinengewebe. So, Näherei, habe ich die überhaupt schon? Habe ich die schon gebaut? Ah, ich glaube schon, ne? Oh Gott, wenn man so viele Spielstände hat, da kommt man ja total durcheinander hier. Ja, ja, ich bin wieder durch den Wind, wie immer. Habe ich hier auch schon jemanden arbeiten? Ja. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihr nicht die Arbeit wegnehme. Habe ich noch mehr Flachshalme hier? Ja, wir haben noch Flachshalme. Gut, dann mache ich jetzt hier draus
Leinengarn. Genau, so. Die Werkstatt 3, das ist doch sehr schön. Und dann machen wir noch ein bisschen Leinengewebe. Allerdings kannst du nicht allzu viel machen. Machen wir mal 25. So, genau. Und ja, was machen wir heute? Wir brauchen die Schafe ja auch, ne? Ich weiß nicht so richtig, wo ich das jetzt hinmachen soll. Aber wir hatten ja hier oben schon angefangen, die Schweine zu platzieren. Wir haben auch die Schweine schon da. Was habe ich denn jetzt für Material überhaupt einstecken? Jetzt schon wieder losrenne und ich habe, naja, 57 Holzstämme. Könnte ein bisschen knapp sein. Da hole ich doch nochmal ein paar Stämme. Ich hole noch mal ein paar Stämme. Nützt ja nichts. Eieiei. So, ich hoffe, ich habe Stämme. Oh Gott, ein bisschen was haben wir. So, das sollte erstmal reichen. Ich gehe mal schnell noch einen Schluck trinken. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen Durst. So, dass wir dann ein bisschen weiter bauen können. Ich muss mir jetzt den Kopf machen, wie ich das am besten mit den Schafen mache. Ich kann sie mir noch nicht leisten, aber ich muss wieder sehen, dass ich zu Verkaufsgegenständen komme. Das heißt, ich müsste mal in die Mine wieder gehen und ein bisschen Erze abbauen, Werkzeuge herstellen. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. So, hier hätten wir ja auch noch Platz für Plantagen und Felder und sowas, ne? Ich habe nämlich in meinem Privatspielstand hier oben auch ein Häusel hingebaut. Mit einem Feldschuppen. Ich könnte ja hier den Feldschuppen hinbauen. Oh, hier gibt es Bären, sehr schön. Bären mit E. So, ich weiß nicht, ob der dann reichen würde bis darunter. Ne? Das ist mir natürlich jetzt... aber ich denke schon. Wir bauen jetzt hier mal noch einen Feldschuppen. So. Den setzen wir mal hier noch hin. Und da würde ich sagen, machen wir hier. Ich könnte jetzt hier mal schnell die Birke wegholzen. Vielleicht, ja, mal gucken. Nee, das war noch nicht richtig. So, hier. Genau. So. Und jetzt will ich eigentlich hier gerne noch ein bisschen Flachsfelder hermachen. Zwei Stück sollten eigentlich reichen. Ich muss mal gucken. Wenn ich die hier ansetze, ja, das ist ein bisschen zu weit oben. Mal hier. Ich will ja noch ein Häusel hersetzen, ne? Deswegen. So, 5 mal 10 würde ich sagen, das dürfte erstmal reichen. Ja, so. Und noch eins daneben. Genau, so.
Mit der Holzhacke werde ich wahrscheinlich nicht viel ausrichten können, aber ich habe ja noch ein bisschen Holz einstecken, da könnte ich mal ja eine neue machen, ne? Falls sie jetzt kaputt geht. Das geht auf jeden Fall kaputt, weiß ich. Die hält ja nie lange. So, dann mache ich hier noch zwei Flachsfelder hin. Auch wenn wir die jetzt noch nicht bestellen können, haben wir sie aber schon mal vorbereitet fürs nächste Frühjahr. Und dann bauen wir noch, ja, es war klar. Ne, so viel, ne? Ah, ist egal. Mach so, geht schon, passt schon. Die gehen ja eh schnell kaputt, die Dinger hier. So, komm her, weiter geht's. Heute ein bisschen zittrig hier. So, komm schon. So, das erste Feld, haben wir das schon? Ist das jetzt fertig? Nö, oder? Oder doch? Doch, es ist fertig. Das ist ja das danebenliegende hier. Ich bin schon ganz irre. So. Deswegen habe ich gleich eine ganze Latte an Holzhacken hergestellt. Ich könnte mir eine bessere herstellen, ja, aber wie gesagt, ich muss erstmal in die Mine wieder gehen und das will ich alleine machen. Das ist vielleicht für euch auch nicht so spannend, wenn ihr mir zuguckt, wie ich hier Erze hacke, ne? Aber so ein bisschen Landwirtschaft heute mal und ein bisschen bauen, also so gemischt. Das ist schon nicht schlecht, wenn wir das so machen, ne? So, da haben wir's. Hier drüben würde ich, weiß gar nicht, nee, hier ist der Felsen, da kriege ich nichts hin. Das geht nicht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier noch ein bisschen Plantage hier. Aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren, wie ich mir das denke, ne? Ich kann es mal probieren, ob wir hier was herkriegen, aber... Mal gucken, wir können ja mal probieren. Probieren geht über Studieren, ne? So weit wie es geht. Ne, weiter geht's nicht. Geht bloß bis hier. Ja gut, kann man machen, ne? Machen wir das mal so. So, genau. Habe ich dann überhaupt was einstecken? Ja, ich hab was. Die Frage ist, was machen wir denn hier hin? Kirschbäume? Habe ich kein Säckchen? Hallo? Habe ich? Ne, Kirschbäume habe ich nicht. Ich habe Pflaumen, ich habe 3 Birnen, 8 Äpfel, Hopfen. Ach, da machen wir ja Hopfen hin. Da machen wir erstmal den Hopfen hierher. Das passt ja auch. So, da hätten wir das. Klar, so kann man es auch machen, ne? Und ich hatte ja gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, wo wir noch den Schafstall hinkriegen. Wir haben hier die Schweine. Vielleicht könnten wir auch hier... noch ein Häusel hinbauen. Ich gucke mal, ob wir hier noch ein Häuschen herkriegen. Ja, das würde gehen. So, hier. So, direkt neben die Scheune. Ich gucke mal, wie sieht denn das aus von hier hinten?
Ja, wie gesagt, weiter hinter kriege ich es, glaube ich. Ich kann es nochmal probieren. Es hatte ja gerade rot angezeigt, ne? So, naja, weil die Scheune da steht, ne? Das ist wahrscheinlich unter Feldschuppen. So. So, geht's hier noch hin? Nee. Ich das jetzt hier hinpacke? Ah, das machen wir mal. Wir machen es einfach. So, und da würde ich sagen, dass nicht alle Häuser gleich aussehen. Machen wir das mal direkt aus Stein. Das kriegt auch ein besseres Dach. Wir machen das jetzt mal aus Stein. So. Nein, kein Holzfenster, ein Steinfenster bitte. Da können wir hier auch noch ein Steinfenster machen. So. Nein. So. Und hier machen wir eine Wand. Und das ist schon. Gibt es mal ein besseres Dach hier oben drauf. So. Das können wir ja ab und an mal jetzt so machen. Wir müssen ja nicht mehr die billigen Dächer nehmen. Ne? So. Genau so haben wir es. Und hier, das bezeichnen wir jetzt Schafe. Nee, nicht Schafe, sondern Schafe. So. Und da bauen wir dann gleich noch den Schafstall. Und dann sind wir schon wieder fast durch für heute, ne? Kriegen wir hier auch noch irgendwie eine Plantage her? War ich zu bezweifeln, aber man kann es ja machen. Doch. Geht, passt. Das ist doch nicht schlecht, so. Und dann gibt es hier einen Birnbaum her. So. Okay. Jetzt wird es natürlich gerade wieder dunkel. Dreckig bin ich auch noch. Ja, wisst ihr was? Wir schlafen mal ganz schnell hier in dem Haus. Da kann ich gleich am nächsten Morgen weiterbauen. So, machen wir das einfach mal. Ich bin zwar dreckig ins Bett gegangen, ist auch nicht gerade schön. Sollte man nicht so machen, aber gut. Ja, den Schafstall will ich jetzt bauen. Wo baue ich den hin? Hier hin, ne? Da wäre dann die Frage, was wir dann hier dahinter packen. Ne? Denn wir haben hier schon einen Zaun, den könnte man nämlich mit nutzen. Was habe ich denn hier? Ich würde sagen, ja, wir packen jetzt hier den Pferd hier hin. Haben wir denn hier? Pferd, genau. So. Den setzen wir hierher. Könnten wir vielleicht noch einen zweiten daneben setzen? Könnte man. Könnte man. So. So. Da haben wir den ersten Pferd fertig. Und dann machen wir den auch gleich noch. Wenn wir es können, machen wir den auch gleich fertig. So. Genau, so. Gut, da hätten wir jetzt das. Was haben wir denn hier hinten? Haben wir ja jetzt auch noch ganz schön viel Platz. Ja, da müssen wir mal was einfallen lassen, wie wir das denn hier machen, ne? Wie wir dann hier weiterverfahren. Okay.
Naja, dann würde ich sagen. Nehmen wir den Zaun. So. Hier haben wir ja schon den Zaun. Den ziehen wir jetzt einfach hier so rum. Warum geht das nicht? Was blockiert? Hä? Hallo? Ach, dann machen wir es ein bisschen krumm und schief. Ist es? Dann ist das so. Dann ist das eben so. Gut, und dann schließen wir hier einfach an. So, und wir brauchen natürlich dann auch noch einen Eingang hier. Da gibt es jetzt wieder ein Tor rein. Wollen wir mal so Brettergatter nehmen? Das haben wir ja auch noch nie gekauft. Ne, dann nehmen wir das. Oh. Das muss ich neu machen. Moment. So. Dann wird das hier nochmal wegnehmen. Und dann brauchen wir natürlich noch einmal den Zaun. Nee. So, und jetzt können wir abschließen. Gut. 17 Holzstämme, nicht viel. Komme ich nicht weit mit, weiß ich. Aber wir können ja noch ein paar Bäume fällen gehen. Wo können wir denn das mal machen? Oder gehen wir noch mal ins Lager runter? Gucken mal, was wir da haben. Da bauen wir das noch fertig. Ich müsste mich auch waschen. Ich bin schon wieder dreckig. Man könnte auch die Bäume fällen, ne? Da könnte man noch mehr Plantagen hersetzen. Könnte man auch machen. Wollen wir, oh ja, das machen wir jetzt nicht. Nee, wir fällen jetzt nicht. Quatsch, nehmt den Hammer. So. Wir fällen jetzt nicht. Das will ich euch jetzt nicht zumuten. Ich hole mir jetzt die restlichen Holzstämme aus dem Lager. Ich würde aber sagen, ich gehe mich doch erstmal frisch machen. So. Trinken wir was, ein bisschen was essen sollte man vielleicht auch noch. Was habe ich denn zu essen einstecken? Wir essen mal ein paar Äpfelchen. Mehr habe ich nie. Oh, das ist schlecht. Wo ist mein Lager? Hier. Und kochen sollte ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was, habe ich so den Eindruck. Ne? Wir haben hier oh, immer Fleisch mit Soße bloß noch da. Oh, oh, ja. Das sollte ich tatsächlich mal. Ne, so viel brauche ich nicht. Das sollte ich wirklich mal wieder kochen. Oder habe ich eine Köchin? Wo ist meine Küche? Doch, die kocht. Na ja, dann machen wir ordentlich was hier. Meine Leute haben nichts zu essen, Mädel. Und du auch nicht, wenn du nicht kochst. Okay, ah, die wird es schon machen. Pass auf. Dass da was wieder ankommt im Lager, ansonsten muss ich da halt selber machen. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal den Schafstall fertig. Und dann werde ich bei Gelegenheit mal wieder in die Mine gehen, wie gesagt, und jetzt habe ich wieder die. Och, bin ich denn total bekloppt? Das kann es doch wohl nicht sein. Ich wollte doch die Stämme holen. Was mache ich denn wieder für einen Käse hier? Oh Mann, also ja, wirklich. Was habe ich denn hier bloß wieder alles im Kopf?
Nicht. Ja, Stroh. Stroh im Kopf. Ei Gott, ei Gott, ei Gott, das kann es doch wirklich nicht sein, ne? Also, naja. Ohne Worte. Ohne Worte. So, ich weiß nicht, wie weit die reichen, aber ich denke, das könnte reichen. So, da hätten wir das. Wenn wir dann mal irgendwann so weit sind, dass wir die Schenke bauen können, müsste ich mir eigentlich überlegen, wo ich die hinstelle. Da habe ich ja auch noch gar keinen Plan. Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Eigentlich wollte ich die ja hier oben hinstellen, mit der schönen Aussicht nach unten, ne? Um den Wasserfall und ja. Naja. Schauen wir mal, wie wir das machen. So. Okay, das war's. So. Gut. Herr Moss. Ist doch nicht schlecht. Wir packen hier mal noch so einen Strohballen hin und vielleicht hier noch einen. Oder hier in die Ecke. So. Hätten wir noch das Material für eine Schüssel oder zwei? Ja, hätten wir. So. Aber ich habe natürlich wieder keine Eimer einstecken. Aber ihr Lieben, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden erstmal wieder. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und entschuldigt bitte heute wieder dieses Chaos, was ich angerichtet habe. Aber ja, so bin ich halt, ne? Okay, dann lasst es euch mal gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!